Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Fear Effect. Ja, wir sind hier vor der Tür, hinter der der gute Mann, der an seinen Stuhl gefesselt ist und mit einer Bombe gesichert ist, sich befindet. Und letztes Mal habe ich, ihr habt es vielleicht zwei oder dreimal, glaube ich, gesehen, wie ich gescheitert bin. Und ich habe dann noch ein paar Mal ziemlich sinnlos versucht, das Ganze zu entschärfen. Ich möchte mal sagen, ohne Sinn und Verstand, und bin dabei teilweise sogar ein bisschen ausgerastet. Das kommt mal vor. Allerdings nicht in einem Let's Play, deswegen habe ich das nicht mit reingenommen. Aber wenn ihr das unbedingt sehen wollt, schreibt Kommentare. Wenn das mehrere sehen wollen, werde ich es mal in einem extra Video sozusagen hochladen und ihr könnt mich mal ein bisschen fluchen sehen. Ja. Ich werde jetzt nochmal hier reingehen und was wir diesmal machen werden, ist, dass wir nochmal genau drauf hören werden, was sie am Anfang sagt, was getan werden muss. Ich meine, das wäre etwas, was ich schon gar nicht mehr im Kopf hatte, als ich versucht habe, die Sprengladung zu entschärfen. Und aus diesem Grunde... Das brauchen wir nicht mehr. Sein. Reingehen und zuschnappen. Was ist passiert, Jim? Tja, Lam hat mich wohl beobachten lassen. Er weiß, dass ich knapp bei Kassel bin. Du ja, ich muss mir das leider nochmal anhören, jetzt, weil ich hören will, was sie sagt. Rausziehe, verteilen wir uns über sämtliche Wände. Dann lass das lieber. Bist du alleine? Les ist bei mir. Deek ist im Hotel. Jede Menge Ärger für eine kleine Ausreißerin, Jin. Es ist, naja, das erste Mal, dass Wee Ming außerhalb von Lams Grundstück ist. Sie ist ganz alleine in einer großen, bösen, weiten Welt. Reif zum Pflücken. Ja, klar, Junge. Da sind drei Kabel zwischen den Zündern. Wahrscheinlich Plus, Minus und Erde. Also, wer weiß außerhalb der Triade, dass Wee Ming weg ist? Niemand, Hannah, außer dir. Und dein Schweigen kostet? 15% von 90 Millionen. Und du bist in keiner guten Position zum Verhandeln. 90 Millionen? Das ist ein Festpreis. Ja, dafür garantierst du ihre sichere Rückkehr? Keine Garantien, da solltest du mich besser kennen, Jin. Sieht so aus, als müsst ihr jeweils zwei der drei Kabel zwischen den Zündern durchtrennen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Und wenn du die falschen Kabel erwischt? Die falschen Kabel oder die falsche Reihenfolge. Oder ich könnte einfach sagen, scheiß auf das Geld und dich hier lassen. Ich mach's auch billiger. 12% oder 10. Okay, das reicht. Wir müssen zwei der drei Kabel jeweils zwischen den Punkten trennen. Also hier sind hier jeweils drei. Und davon jeweils zwei trennen. Wahrscheinlich immer die passenden. Vermute ich jetzt einfach mal. Und hier unten dasselbe. Jeweils zwei der drei. Jetzt ist natürlich die Frage, welche. Der Stromkreis darf nicht unterbrochen werden. Das muss also ein Stromkreis mindestens überbleiben, vermute ich mal. Ich werde jetzt mal einen versuchen daneben. Ich trenne jetzt mal rot. Beiden Seiten. Dann blau. Auf beiden Seiten. Nee, das war es nicht. Okay. Okay, das war's nicht. Wir versuchen es gleich noch einmal. Ich schneide das da jetzt mal nicht raus. Jetzt müsst ihr zwar noch mal sehen, wie ich die Typen da kille, aber ich denke, das ist nicht so wild. Beim nächsten Mal schneide ich es dann raus. Hallo? Ach Mensch, muss genau davor stehen. So.
So. Das sollte eine So, das reicht jetzt. Hallo? Achso, näher ran. Okay. Okay, also, nochmal von vorne. Ich habe jetzt hier eben rot und rot, rot getrennt und dann blau und blau und das war falsch. Ich trenne jetzt rot und rot. Also vielleicht muss ich auch nicht dasselbe trennen, also ich kann ja auch zum Beispiel gelb und... Die hier beiden trennen. Jetzt hat sich noch nichts... Okay, ginge theoretisch auch. Jetzt habe ich zwei der drei Kabel getrennt. Jetzt noch zwei von denen hier. Nehmen wir die obersten beiden, den gelben und den roten. Es sind doch jeweils zwei getrennt, oder? Den blauen auch noch? Das könnte ich nochmal brauchen. Nochmal wegen meines Anteils, Hannah. Ich stand ziemlich unter Stress. Sprengstoff macht mich tierisch nervös, Sir. Wo sind die Sachen, Jin? Ich habe eine Flashdisk für dich mit allen Infos über Wiming, einschließlich eines guten Platzes, wo du mit der Suche beginnen solltest. Die Disk habe ich in einer Schalttafel in der Nähe des Neonschildes versteckt, bevor dieser Penner mich erwischt hat. Und der Schlüssel? Hat der Penner. In Ordnung, ich hole mir die Disk und du solltest untertauchen und zwar tief. Stimmt, weißt du, einen Moment lang dachte ich vorhin, ich wäre tot. Ah, ja. Jetzt bist du auch tot. Eieieiei. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Hab mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, weil nämlich ich am Ende ja drei Kabel getrennt habe, statt zwei nur. Und das passte ja eigentlich nicht so wirklich. Aber okay. Mir soll es recht sein. Kann ich jetzt hier irgendwie... Ach ja, kann so schneller gehen. Ja, das wäre wahrscheinlich auch noch ein Hinweis gewesen. Nun gut, aber wir wollen noch mal zurück. Na komm schon. Hallo. Was läufst du denn? Genau, ich will noch mal hier rein. Sprengstoff haben wir jetzt. Okay, ja. Die Munition auf jeden Fall noch einsammeln. Sehr gut. Munition kann man nämlich immer gebrauchen. So, hier ist nichts mehr. Ich denke, jetzt können wir wieder raus. Also unser Freund, ja, ich muss noch mal versuchen zu rekapitulieren die Story. So richtig habe ich es nicht geschnallt, wer jetzt auf wessen Seite hier eigentlich steht und ob die jetzt die Triade weiß, dass ihre Tochter weg ist. Wie war denn das nochmal? Oder weiß es wirklich nur Hannah? Ich habe manchmal so ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, aber gut. Wir sollen sie auf jeden Fall einfangen, so habe ich das verstanden. Hier geht's nicht rein. Ja, bei irgendeinem Schild hat er was versteckt. Jetzt müssen wir nur wissen, wo das war. Beim Neonschild hat er gesagt, ne? Hier hinten ist nichts mehr gewesen. Bleibt uns wahrscheinlich nur noch den Fahrstuhl zurückzunehmen, weil hier ist nichts mehr. Die Tür kriegen wir auch nicht auf. Oder vielleicht mit Sprengstoff?
Tatsächlich. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt das Richtige war, die Tür zu sprengen. Wir hätten natürlich auch die Tür unten sprengen können, wo es nicht weiter ging. Aber gut. Das geht hier ab. Hä? Jetzt sind wir hier? Moment mal. Wir sind doch gar nicht nach unten gefahren. Wieso sind wir jetzt hier? Kann mir das jetzt mal einer erklären? Wir haben doch den Fahrstuhl gar nicht benutzt. Aha. Also das wundert mich jetzt, aber hier sind anscheinend neue Gegner. Achso, ich sollte mal speichern. Wir speichern hier mal auf... Nein, jetzt habe ich auf 1 gespeichert, egal. Mal weiterschauen. Ach, jetzt ist hier wieder aus. Verstehe. Okay. Ja, hier ist eindeutig wieder was los. Ob wir jetzt hier lang müssen, ist natürlich eine andere Frage. Oh. Das hätte beinahe, wäre beinahe ins Auge gegangen. Warten wir erstmal ab, bis es sich ein bisschen beruhigt hat. So, ich gehe jetzt einfach alles nochmal ab hier und dann sehen wir weiter. Nochmal auf 1 bestätigen. Ja, wie gesagt, also ich habe die Story jetzt noch nicht so wirklich kapiert, wenn ich ehrlich bin. Wer sind wir überhaupt? Warum wollen wir diese Tochter da einfangen? Okay, weil wir sie vielleicht beschützen wollen. Warum soll er, da er ja zu uns gehört, uns dick Geld geben, damit wir schweigen oder was auch immer? Also ich verstehe da gar nichts so richtig. Aber gut. Also es war auch ein Spiel, wo man immer wieder in alte Gegenden zurück muss. Aber ich glaube, hier müssen wir uns wahrscheinlich nicht mehr zurück, aber ich mache es trotzdem. Mensch, nun geh doch hoch, Mädchen. Beweg deinen Hintern. So, zack, zack. Also. Ich habe... Ja, ich... Das wird jetzt hier nichts bringen, wahrscheinlich. Ich weiß nur noch einen Ort, wo wir theoretisch weiter könnten. Und das ist diese komische Tür. Ja, hier geht's nicht mehr weiter.
Das habe ich mir gedacht, bis hierhin brauchen wir nicht. Also wieder zurück. Da bin ich mal gespannt, ob die vielleicht in irgendeiner Form mit offen ist. Und wenn sie nicht offen ist, dann ja, müssten wir wieder überlegen. Er hat gesagt, er hat was versteckt. War das, aber das war ja nicht hinter der Tür, wo, die wir gesprengt haben, oder? Bei einem Schild hat er was versteckt. Ja, ich habe es mir zwar angehört, aber Neonschild hat er, glaube ich, gesagt, ne? Kann das sein? Nein! Torschlüssel, bitte. Und ich will nicht das Messer in der Hand haben, sondern die Pistole. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier alles noch... Das ist ja auch erst der Anfang. Es soll später erst noch wesentlich schwieriger werden und ich weiß nicht, ob ich das dann überhaupt noch hinbekomme. Schauen wir mal. Nee, nochmal speichern brauchen wir jetzt nicht.